Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Meine Lieben, wir werden uns heute damit auseinandersetzen. Aber ich sehe gerade, lass mich mal schauen, ich brauche ein bisschen Erde, damit ich die Blöcke richtig setzen kann. Brauche ich sonst noch etwas? Ich habe gar keine Kisten. Ich brauche doch auch noch Kisten. Naja, sehr gut vorbereitet bin ich nicht. Ich habe mich allerdings auch sehr an die Vorgabe gehalten, die wohl nicht komplett war. Wobei ich glaube, ich brauche keine Kisten. Ich packe da unten Drawer hin und einen Drawer-Controller. Denn die Kisten könnten natürlich schnell voll sein. Und so ein Drawer-Controller ist ja schnell gemacht inzwischen. Ich glaube aber, ich brauche einen Repeater. Wie baut man einen Repeater? Jetzt nehmen wir mal schnell da was raus und einen Deer brauche ich und einen Drawer brauche ich für den Controller. Und brauchte ich das hier? Oh. Wie geht der Repeater? Wie macht der Repeater? So macht er schon mal nicht. Macht er so? Macht er so? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Comparator, ja. Warum brauche ich einen Repeater? Ach ja. Ja. Ich erinnere mich wieder. Ich wollte ja. Ich brauche die Repeater. Brauche ich Repeater oder Comparator für den Drawer Controller? Ha. Ich brauche Comparator. Ja, gut. Na dann machen wir das so. Und so, und dann habe ich einen. Und dann brauche ich natürlich auch noch. Sowas. Reichen vier. Eigentlich. Moos. Moosteppich. Nee, ich brauche noch eins. Moos, Moosteppich, Azalea, Blooming Azalea Sapling, normaler Azalea Sapling. Dann die Weizenkörner. Ich glaube, mehr ist es nicht. Oder doch? Naja, wir nehmen mal zwei mit. Sicher ist sicher. Den Rest packen wir weg. So, genau. Okay. Ich habe mir das Video, wie ich ja gesagt habe, nochmal angesehen. Und ich hoffe jetzt ganz stark, dass ich mich gut genug dran. Nein, halt! Ich hoffe, dass ich mich gut genug daran erinnere, das jetzt nachbauen zu können. Ich habe zwar mein Handy hier und habe das Video auch schon rausgesucht für den Fall der Fälle, dass ich doch nachschauen muss, was sehr wahrscheinlich ist. Aber ich versuche es jetzt mal ohne Hilfe. Ich schau mal, wie viel ich schau mal, wie hoch der Hirnwürstelanteil heute ist. So, es ging alles los mit einem Block. Und dann brauche ich das hier und das hier und das hier und hier und das. Und eigentlich brauche ich alles, aber ich mache das zuerst. Obsidian, ja, Obsidianwasser brauche ich gleich. Die Sachen brauche ich tatsächlich jetzt noch nicht, aber das brauche ich. Das brauche ich jetzt als allererstes. So. Denn hier auf diesen Block, hui, kommt der Dispenser und darauf kommt der Mossblock. So. Und dann kommt hier drumherum und nicht nur an den Seiten, danke, kommt hier. Das Rauschen finde ich gerade doof. Ich glaube, das möchte ich eben wegmachen. Da kommt jetzt Stein und dann kommt hier zwei und hier zwei. Also vier. Zweimal zwei. Hier zweimal zwei. Und hier zweimal zwei. Ich sehe schon, die Kiste wird mir gleich im Weg stehen. Egal. Dann brauche ich hier. Fliegen. So, ist brav. Dann brauche ich hier. Überall hier nicht. Mein Hufeisen ist schon praktisch. Also mein Magnet-Hufeisen. So. Genau. Dann glaube ich, kommt hier Obsidian hin. Ja, hier kommt Obsidian hin. Haha. Und dann dürfen die hier nämlich schon wieder weg. So. Okay,
Dann brauche ich die Pistons. 17 Pistons. Warum brauche ich denn 17? Ach, weil oben ja auch noch mehr hinkommt. Und die zeigen nach innen. So. Und so. Und so. Und so. Genau. Und dann brauche ich das Glas. Und das kommt hierhin, glaube ich. Ja, doch, das kommt hierhin. Ich hab mir das vor 5 Minuten angeschaut, das Video. Aber es ist halt, es ist, wie es ist. Mein Lieblingsspruch, es ist, wie es ist. Ich glaube, dann kamen hier Treppen hin. Bestimmt gibt es unter euch irgendwelche Profis, die das alles auswendig können, die schon Moosfarmen gebaut haben, die einfach so gigantomanisch groß waren, dass die sich denken so, Terry, ernsthaft, was machst denn du da? Das ist ja langweilig. Ja. Ich glaube, ich brauche hierfür eine Quelle. Wo mache ich diese Quelle? Ich könnte die Quelle hier reinmachen. Denn ich werde jetzt ein bisschen mehr Wasser brauchen. Mehr Wasser. Salzwasser. So. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir das so nicht. Ich erinnere mich, dass hier Obsidian hinkommt. Und das machen wir doch mal ganz schnell. So. Und dann rauscht es hier schon etwas weniger. Ich versuche. I try my best. Lasst mich. Ich versuch's doch. Also genau sowas sollte natürlich nicht passieren, wenn dann unten Redstone ist, dass da das Wasser runterläuft, weil das könnte dann Probleme geben. So, ich glaube, das war jetzt auch schon das ganze Wasser, das ich brauche. Da würde ich dann das Wasser hier eben mal wegmachen. Und tatsächlich die Sachen auch wieder reinpacken, dann habe ich nicht so viel im Inventar. So, okay. Dann kam hier und hier und hier und hier Glas hin. Und das machen wir natürlich überall so. So. Und das Glas kommt unten auch noch hin. Das machen wir aber gleich, wenn wir unten rumbauen. Vorher machen wir das hier oben fertig. Dann brauche ich hiervon was. Und zwar kommen diese Dinge hierhin. So. Jawohl. Gut. Lava kommt hier rein. Also hier und hier in diese vier kleinen Täschchen kommt Lava rein. Das kann ich jetzt aber noch nicht machen. Also man kann das, wenn ihr das nachbaut und nicht Syrian Seasons installiert habt, dann könnt ihr das sofort machen. Ich kann es nicht sofort machen, weil mich die Lava hier einfach verbrutzeln würde, während ich weiterbaue. Deshalb keine Lava für mich, solange hier gebaut wird. So. Dann setze ich hier nur schnell einen Block hin, damit ich. Ah, nein, halt, halt, halt. Ich erinnere mich gerade, dass hier auch Glas hinkommt. Nur hier packe ich noch kein Glas hin, weil ich ja gleich noch rauskommen möchte. So, ich baue den Erdblock hier nur hin, damit ich hier den Piston hinklatschen kann. So, jawohl. Die sollen alle nach unten. Ja, genau so sollen sie eben nicht schauen. Also Pistons platzieren, das ist schon so eine Sache. Ne? Also da brauchst du ja einen Doktor drin, damit die genau so in die. Warum? Warum? Damit die genau in die Richtung schauen, in die sie schauen sollen. So. Und dann, genau, dann machen wir das so. Sehr schön. Und dann können wir hier auch mit Glas zumachen. Und hier oben drauf kamen dann wieder, also ich benutze Deep Slate. Ihr könnt da auch andere Steine hernehmen. Wobei Deep Slate, der Polished Deep Slate hat den Vorteil, dass, glaube ich, wenn da das Moos wächst, das nicht umgewandelt wird. Also ihr solltet vielleicht Steine wählen, die nicht zu Moos werden. Das ist ganz praktisch. Gut. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal unten weitermachen. Spielt es eine Rolle, wie es ausgerichtet ist? Ich glaube, im Moment spielt es noch keine Rolle. Eins frei, ein Ding hierhin und dann so.
Und dann ist die Sache, normalerweise würde das so gebaut. Ich zeige euch das jetzt genauso, wie ich es im Video auch gesehen habe. Ihr würdet hier diese Treppe bauen und dann gab es im Video das Problem, dass der Stein hier zu Kobbel wurde und das wollen wir vermeiden. Deshalb machen wir hier. Kann ich das hier machen? Dann wird am Ende das zu Kobbel. Blablabla. Wisst ihr was? Wir haben es ja. Wir machen das jetzt so. Wir sind freizügig und machen das. Wir sind freizügig. Wir sind großzügig und machen das einfach so. Weil wir es können. Und das sollte so auch funktionieren. Und dann machen wir das hier so. Oh, ich darf hier nicht zubauen. Ich muss dann doch vorher die Lava setzen. Ja, ich sehe. Es ist alles gar nicht so einfach. So und so. Und da brauche ich vier. Und dann geht das. So und so und so und so und so. Hier außen rum. Gut. Und ich merke gerade, dass das hier doch falsch ist. Wir schlafen mal kurz. Ich möchte hier keine Nacht haben. Auch wenn es mich lichttechnisch nicht stört. Und ich habe mich noch nicht an den roten Schlafsack gewöhnt. Ich wünsche mir mein Gelben zurück. Ich glaube, ich werde die austauschen. Dann. Moment, Moment, ich hab's gleich. Dann kann ich das so machen. So, und das machen wir auf der anderen Seite genauso, nämlich so und so. Und dann, normalerweise muss hier kein Redstone hin, aber ich bin beruhigter, wenn hier Redstone ist. Halt, das ist falsch. Ist das? Wie bitte? Ist das falsch? Das ist falsch. Oh, habe ich hier irgendwas abgebaut? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade irgendwas abgebaut habe, was nicht so gut ist. Wir machen das hier außen. Ich glaube nämlich, dass ich hier nochmal einen Repeater brauche und der muss auf 4 stehen. Genauso wie hier. Und deshalb muss das hier auch weg und dann müssen wir das hier daneben machen. Ihr seht schon, also es ist nicht ganz so einfach. Aber wir kriegen das schon hin. So. Das sieht soweit richtig aus. Okay. Das muss, glaube ich, weg. Und stattdessen kam hier der Stein hin. Ich glaube, wir sind jetzt hier unten soweit fertig. Und dann kommt hier unter die Pistons überall noch. Kommt unter die Pistons Glas? Nee, ich glaube, hier kommt Glas hin. Damit das Wasser nicht rausläuft, wenn. Ja, genau. Das Wasser soll da nicht rauslaufen, wenn sich da was tut. Wenn die Pistons. Ich erkläre euch das mal kurz. Die Pistons, die hier, schieben den Stein in die Mitte. Damit hier in der Mitte, nachdem das Moos geerntet wurde, halt wieder Stein ist. Das heißt, hier ist dann, wenn sie wieder zurückgehen, ganz kurz offen, wo das Wasser runterlaufen kann. Und das wollen wir natürlich nicht, dass da Wasser runterläuft und unsere ganze Verkabelung wegschwemmt. Es gibt, Moment. Schimpfte sich das Patina? Ja. Man kann aus Farb. Okay. Man kann aus dieser Patina, wenn ich mich nicht ganz irre, also quasi eine Redstone-Leitung legen. Das funktioniert wie Redstone. Vielleicht ist das vom Wasser dann nicht wegzuschwemmen. Was ist eigentlich das hier? Apatitessenz. Was? Apatit? Ach, es gibt kein Apatit. Also es gibt die Essenz, aber es gibt kein Apatit. Zu was gehört denn dann Apatit? Ich lasse mich hier schon wieder ablenken. Dann brauchen wir Hopper und das hier und das kommt hier daneben und der Hopper kommt hier drauf.
Und dann kommen hier die Hopper dran, damit alles, was oben geerntet wird, da komme ich von hier nicht hin. In, ne, wisst ihr was, wir machen das anders. So, wir machen das so rum. So. Damit das alles in den Drawer-Controller gezuzelt wird und vom Drawer-Controller wird das dann in die Drawer geschmissen, gestopft. Gut, ich glaube, es ist soweit alles fertig, bis auf die Glock. Ah, und da weiß ich nicht mehr, wie die ging. Die ging nicht so, weil die anderen hier so reingingen. Mal schauen, vielleicht kann ich es rückwärts konstruieren. Wir schauen mal. So, hier war frei und hier waren drei und hier war dann hier war dann so eins und die sind alle auf der letzten. Ich wollte gerade sagen, auf der letzten Nudel. Die kommen alle auf der letzten Nudel. Auf der letzten Nudel angeschwommen. Meine Güte, Hirn. So, hier wird das rausgenommen. Aber was kam hier hin? Und wenn da was hinkam. Also, das ist schon richtig, wie ich es gebaut habe. Ich werde es jetzt nur ein bisschen anders machen, damit der Zugang etwas einfacher ist. Und es spielt ehrlich gesagt keine große Rolle, wo ich den Drawer-Controller hinpacke und die Drawer. Das funktioniert auch so dann alles sehr gut. Dann packe ich den nämlich hier hin. So. Jetzt kommt hier natürlich. Ich baue mich hier komplett ein. So, dann geht das nämlich nicht so im Weg um, wenn ich hier jetzt meine da ist Redstone, da will ich es vielleicht doch nicht haben. Dann mache ich es lieber hier hin. So. Okay. Dann brauche ich noch die Sachen aus der Kiste. Ich brauche den Observer. Ja, hier, jawohl. Dann brauche ich den Sticky Piston hier mit dem Slime drauf. Jawohl. Ah, war das so? Oder war der? Nein, ich glaube, der war oben drauf. So und so. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob hier Redstone hinkam oder ein Block. Das muss ich gleich nachschauen. Das weiß ich nämlich tatsächlich einfach überhaupt gar nicht mehr. Aber ich habe gar kein Bone Meal dabei. Wir können, glaube ich, gar nicht anfangen. Nö. Aber ich werde jetzt mal hier mit der Lava schon anfangen. So und so. Und schon wird mir warm. Ja. Was? What? Moment, waren das keine 8 Kübel? Habe ich einen Kübel vergessen? Ja, ich habe einen Kübel habe ich einfach wieder reingelegt. Interland, voll Interland. Gut, da habe ich die Kübel schon alle voll. Gut, dann gehe ich jetzt, dann Moment, dann schaue ich jetzt eben nach. Ich denke, dass ich das jetzt alles richtig gemacht habe. Ich bin soweit sehr stolz auf mich. Dann schaue ich jetzt noch eben nach, ob da Redstone hin musste. Natürlich. Ich hole so lange Bone Meal, solange die Werbung läuft. Wenn ich dran denke, und ich hoffe, ich denke dran, werde ich natürlich wieder einen Link zum Originalvideo reinpacken, damit ihr das alles schön sehen könnt, wie es der ursprüngliche Spieler gemacht hat. Ich finde das nämlich immer ganz schön, wenn man das nicht einfach nur nachbaut und dann sagt, ja, ich habe das online gefunden, sondern wenn man dann auch wirklich die Credits rübergibt, so. Wo muss ich hier jetzt eigentlich hin? Ah, komme ich da durch? So, ja, so, ist das schön. Ja, ich weiß, es ist heiß. Gut, dann habe ich jetzt die Stelle verpasst, wo er das macht.
Hallo. YouTube, lass mich doch gucken. Ich werde hier. Ich meine, ich muss hier eine Schicht lassen, damit die Repeater dranbleiben. So, okay. Also, jetzt zeigt es gerade. Da muss ein Stein hin. Ein normaler Stein. Okay, dann machen wir dann einen normalen Stein hin. So, okay. Also, theoretisch. Theoretisch sollte ich nehme die Fackel da mal weg und packe sie hier. Ich nehme meine Fackel und packe sie hier hin. Theoretisch sollte das, wenn ich jetzt den Hebel da betätige, funktionieren. Oh Leute, ich. Okay, also. 3, 2, 1. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Wie cool! Jetzt bin ich schon sehr stolz drauf. Genau, da haben wir auch schon die ersten Sachen. Wir hätten hier die Moosblöcke und hier hätten wir die Azaleensetzlinge. Hoppala! Und ich sollte nicht zu nah hingehen, weil ganz offensichtlich ist das gefährlich. Was ich jetzt noch tun werde, ist, dass ich hier über die Lava Glas mache. Weil ihr alle kennt doch das Hirnwürstel. Achso, ja, ich verstehe. Ich ziehe durch mein Magnet jetzt natürlich die Sachen an. Was ich auch noch sagen wollte, das Glas, das wir gesetzt haben, das wir eigentlich nicht brauchten hier, das ist dazu da, dass die Sachen, wenn sie rausdroppen, eben nicht rausfliegen. Einfach. Ob das gut ist, dass das Moos hier draußen auch wächst? Ich meine nicht, dass ich es ändern könnte, aber. Ja, ich nehme etwas Abstand. Man, eigentlich sollten ja die Repeater unbeeindruckt davon sein, wenn unter ihnen Moos wächst, wenn das überhaupt passiert. Also, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Wenn das Bone Meal, das wird eine ganze Weile brauchen, aber wenn das Bone Meal durch ist, schaltet sich das Ding quasi von selbst ab. Da passiert dann nicht mehr viel. Also es kann nichts kaputt gehen oder so. Kobbel sehe ich jetzt auch keinen. Kobbel sollte nämlich nicht entstehen. Ich glaube, Kobbel wird nicht umgewandelt oder so. Gut, ja. Ja, dann lassen wir das mal arbeiten, oder? Ganz schön. Ich brauche das Moos ja eigentlich nur für. Na, ich brauche es später hier zum Dekorieren. Und dann brauche ich es für Mossy Cobble und Mossy Stone Bricks zum Verkraften. Ich glaube, ich brauche das Wasser nicht. Kippen wir es doch einfach mal hier. So. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich musste nur wegen diesem einen Block nachschauen. Wo habe ich meine Kübel? Ach ja. Ja. Nichtaufnahme Terry wollte hier doch ein bisschen für Ordnung sorgen, oder? Hm. Was habe ich hier noch? Die Kiste. Ach, warum? Achso, ich wollte gerade sagen, warum hat es denn das nicht in meinem Keller gelassen, als ich am Drawer war? Aber diese Sachen sind ja hier. So. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich brauche die so oft, diese Blöcke. Ich glaube, ich packe die jetzt hier einfach mal irgendwo. Passt nicht in die Reihe, aber. Und das hier. Na ja, rein. Warum steht da. Achso, ja. Warum steht da hier. Ne Warum steht da eine Kiste im Keller? Warum liegt hier Stroh rum? Was ich euch gerne noch erzählen wollte, das machen wir. Ach ja, da war ja noch was. Ist, ich habe ja vergangenen Donnerstag wieder gestreamt. Und hatte auch Zuschauer, die mit mir gechattet haben, was ich sehr toll finde. Und ja, ich glaube, es macht mir genug Spaß, dass ich das tatsächlich jetzt donnerstags einfach machen werde. Es schneit noch.
Das heißt, ich werde jetzt donnerstags quasi statt um 19 Uhr, wo eine Folge normalerweise rauskommt, jetzt streamen. Also donnerstags 19 Uhr auf Twitch gibt es einen Stream. Sollte es mal keinen Stream geben, weil ich im Urlaub bin, ja, auch mir passieren diese Dinge zufälligerweise ab und zu mal, dann wird es vielleicht eine Ersatzaufnahme geben, das weiß ich noch nicht. Und ich weiß dann auch noch nicht, ob es dann diese Welt hier wird. Oder ob es die Welt wird, mit der ich streame. Oder, was ich mir jetzt schon gedacht habe. Spinny? Was machst du da am Vogelhaus? Oder, was ich mir schon gedacht habe, dass ich für den Fall, dass ich zum Beispiel wieder keine Stimme habe und keine Aufnahme machen kann. Oder dass halt irgendwas dazwischen kommt und ich einfach nicht dazu komme, eine Aufnahme zu machen oder zu streamen. Dass ich da schon Folgen vorproduziere. Da war die Überlegung, ob ich das hier mache und dafür dann in den Äther gehe und euch nur das Farmen zeige. Oder, und das finde ich fast noch besser, dass ich euch in diesen Folgen, in den quasi in den Ersatzfolgen, Thaumcraft zeige oder Astral Sorcery oder halt einfach andere Mods, die ich in mein aktuelles Modpack nicht integrieren kann oder die ich euch ganz alleine und unabhängig von irgendwas anderem zeigen möchte. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht blöd. Es wird halt dann, die Folgen werden dann halt nur sporadisch mal zwischendrin erscheinen oder eben auch nicht erscheinen. Ich schaue jetzt, wisst ihr was, wir wollen hier hinten doch nochmal nach dem Gemüse schauen, ob das in Reihe schneller wächst als. Ich finde, man kann es. Ich meine, es sieht so aus, als wäre das Feld hier etwas weiter. Noch dazu, wo hier ein Karottenfeld fertig ist. Aber ich finde, es sieht ni noch nicht so viel. Also, es hat noch nicht so viel Vorsprung, dass man nicht sagen könnte: Ja, aber die Felder haben wir ja erst später gemacht. Wisst ihr? Das ist so noch, finde ich, wenn man die vergleicht, kann man sagen: Ja, die Felder sind einfach nur später angesät worden. Das zählt noch nicht. Ich meine, wenn jetzt irgendwann mal hier die Felder komplett fertig sind und hier ist noch alles grün, dann denke ich, können wir sagen, okay, rein geht schneller als das. Aber im Moment sehe ich es noch nicht, muss ich gestehen. Im Moment sehe ich es noch nicht. Und wisst ihr, woran ich immer denken muss, wenn ich mir hier die Felder anschaue? Also wirklich so gut wie immer, in 99% der Fälle, muss ich an die Quark Science Cops denken. Denn wenn ich hier einfach nur ernte und das natürlich nicht aufnehme, also wenn Nichtaufnahme-Terry hier am Ernten ist, dann höre ich mir die immer im Hintergrund an. Und irgendwann prägt sich das natürlich so stark ein, dass man an nichts anderes denken kann, wenn man hier ist. Gut, dann hätten wir das. Dann habe ich ja gesagt, würde ich gerne noch ein paar Köpfe hier einlösen. Und da habe ich mir Dinge überlegt und ich habe sie mir endlich auch rausgeschrieben. Dazu brauchen wir. Moment. Meine Liste. Rohgold. Ja. Kannst mich gern haben. Einen Rohgoldblock brauchen wir. Ui. Dann den Fichtenblock. Dann brauchen wir. Ich habe einen Igel gefunden. Der sieht total niedlich aus. Ich habe aber keine Ahnung, was ich dafür eintauschen soll. Also, was würde einem Igel entsprechen? Es gibt hier keine Igel. Ich habe noch keine gesehen. Ich glaube, es gibt hier keine. Also könnte ich doch irgendwas Spitzes nehmen, wie zum Beispiel. Ich könnte doch sowas nehmen. Hier, so vier von dem hier. Vier von den spitzen Federn gibt ein Igel. Ich weiß, das ist so sehr kompliziert und aber. Ja. Dann wollte ich zwei Flowerbags machen und da hatte ich mir überlegt, ich habe nur ein Bundle. Das ist ja schade. Habe ich wirklich nur eins von dem Bundle? Ich habe doch zwei. Habe ich nicht zwei Schafe gemacht? Ich weiß übrigens nicht, wie man die füllt, außer. Ah ja, okay. Und wie entfülle ich sie wieder? Okay. Okay, das ist okay. Ich würde für den Flowerbag das Bundle opfern. Werde dann aber nochmal in den Twilight Forest fliegen wollen, um mir nochmal eins zu holen. Aber im Moment sehe ich.
Ich meine, da passen 64 Sachen rein. 64 Sachen, die einzeln wären wie 64 Rüstungsteile, 64 Tränke. Also so ein Bundle ist jetzt gar nicht so blöd. Aber Und schöne Blumen. Boah, hier, das sind schöne Blumen. Gut, dann. Haha, dann habe ich gesehen, dass es da ein Fabergé-Ei gibt. Und das sieht so schick aus, dass ich das unbedingt haben will, weil das als Schatz im Drachennest sicher super aussieht. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach einen Block von meinen Edelsteinen. Und das Fabergé-Ei war, glaube ich, lila. Also hätte ich jetzt hier irgendwie so Iolit genommen. Und dann habe ich noch eine Jasper-Chest, eine Jasper-Kiste. Jetzt habe ich hier leider keinen Jasper. Aber ich hätte vielleicht Kunzit genommen als Block, um das einzusetzen. So. Es soll ein Edelstein sein. Das ist ein Edelstein und gut ist. So. Und Nichtaufnahme-Terry darf sich dann. Nichtaufnahme-Terry sollte so viele Dinge tun. Die darf sich hier dann drum kümmern. Zack, 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 zack. Und dann brauche ich hier auch noch einen. Da nehmen wir das. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, 7 Köpfe bekomme ich dann. Yeah. Yay! Jo! Also der bewegt sich doch nicht, oder? Oder bewegt er sich? Ich habe nicht das Gefühl, dass der sich bewegt. Ich glaube nicht, dass das ein Engel ist. Warum ist hier kein. Ach, das war ich. Ich erinnere mich. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier kein Schnee? Warum ist hier kein Schnee? Es wird zur Zeit für Frühling, damit der Schnee wegkommt. Also ich mag den Winter wirklich sehr, aber hier in Minecraft finde ich. Okay, das waren die Dinge, die ich tun wollte. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir schauen mal in unsere Moosfarm runter. Genau, wir schauen mal, was da geht. Ich könnte sie eigentlich auch ausschalten. Ich bin mir ganz sicher, dass da jetzt schon ziemlich viel generiert wurde. Wenn. Ha, du willst mir doch. Du willst mir doch nicht sagen, dass es voll ist. Oh. Oh. Also erstens kommt kein Flowering-Dingenskirchen, kommt da nicht raus. Zweitens kommen da auch keine Weizenkörner raus. Und drittens sehe ich gerade, dass die bereits voll laufen, die Drawer. Upsi. Ich will nicht wissen, wie voll eine Kiste inzwischen wäre. Und das waren ja nur ein paar Minuten. So, hab ich nicht. Ah ja, komm, wir machen jetzt. So, wir machen jetzt einfach mal Nägel mit. Wir machen jetzt mal Nägel mit Füßen? Nein, wir machen bitte Nägel mit Köpfen. Nägel mit Füßen? Hallo? Was geht denn in meinem Kopf schon wieder ab? Ey, das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich möchte hier so und so. Nägel mit Füßen. Wir machen keine Nägel mit Köpfen, wir machen Nägel mit Füßen. Unfassbar. Also manchmal denke ich mir schon, wenn bei mir die wichtigsten Dinge nicht angewachsen wären, dann. Tja. Ja? Tja. So. 20 brauche ich allerdings nicht. Ich glaube, wenn ich 4 mitnehme, ist das schon mehr, als ich überhaupt jemals. Ich dachte auch, dass ich nur ein bisschen mehr als eine Kiste, als eine Doppelkiste kriege und jetzt laufen mir da unten die Drawer voll. Also. Eins, zwei, drei, vier und dann müssen wir natürlich hier ganz schnell die ganzen Sachen auch wieder drüben reinmachen. Dass hier keine Flowering-Azalea-Dingenskirchen kommen, das finde ich ein bisschen schade, aber das kann ich jetzt leider gerade auch nicht ändern. Ah, aber hier waren jetzt die. Nein, jetzt nein. Oh. So, jetzt aber. Oh, da waren jetzt. Ja, Minecraft, ich weiß, du bist ein alter Mobber. Ist ja gut. Jetzt lass mich doch in Ruhe mit den Sachen. So, und gleich Abstand nehmen, damit mir die Dinge nicht mehr ins Inventar gezuzelt werden.
Das ist schon eine tolle Sache. Ich hätte eigentlich, wisst ihr was, wir machen das jetzt mal so. Wir machen das so, damit ich da in Ruhe hinschleichen kann. Ich will eigentlich nur schauen, wie viele Dinger da bisher aufgebraucht wurden. Okay, also noch nicht mal die Hälfte. Okay. Ja. Ich würde hier ganz gerne unten mal schnell reinschauen, einfach so, weil ich es gerade sehe. Jetzt könnte ich ja eigentlich mein Hufeisen. Hatte ich das nicht benamselt? Ich bin mir ganz sicher, dass ich das ursprünglich Hufeisen genannt habe. Und jetzt steht da nur Universal Attractor. Naja. Es ist so ungewohnt in der Stream-Welt. Ich nenne es jetzt einfach mal Stream-Welt. Da kann ich ja nicht fliegen und nicht hochspringen und gar nichts. Es ist so ungewohnt, da jetzt immer zwischendrin, zwischen den zwei Welten hin und her zu wechseln. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr, meine lieben Zuschauer, da mal vorbeischaut. Also abgesehen davon, was das Wichtigste ist, nämlich, dass ich wahnsinnig gern mit euch interagiere, würde ich euch die Welt einfach gerne zeigen. Ich möchte da aber nicht aufnehmen, beziehungsweise ich glaube, dass das mit dem Aufnehmen, also Streamen und Aufnehmen und Minecraft, ich meine, gut, das ist Fabric und ich habe das Gefühl, dass Fabric ein bisschen stabiler läuft als Forge, aber möchte ich eigentlich nicht aufnehmen. Ich würde es euch aber trotzdem gerne zeigen. Deshalb möchte ich euch nochmal ganz herzlich einladen. Ganz herzlich einladen zu schauen. Warum sammle ich hier die Erze? Ich kann euch sagen, warum ich die Erze sammle. Weil ich von der Streamwelt gewohnt bin, dass ich keine Erze habe und Moment, ich hätte nicht da gesagt. Ich habe halt keine Erze. Ich bin da noch sehr arm unterwegs und sehr hilflos und sehr, ja. Und jetzt ist dieses Haben-Wollen wieder ein bisschen stärker. Dieser Grasblock, wisst ihr, warum dieser Grasblock genau hier steht? Weil irgendein blöder Enderman sich oben einen Grasblock geholt hat und da meinte, hier in der Höhle das Ding abzusetzen. Wo geht's denn jetzt eigentlich gerade raus? Moment, ich schmeiße hier mal ein paar Sachen weg. Die Streaming-Welt, also es geht hier auf jeden Fall raus, okay. Die Streaming-Welt ist in der 1.19, das heißt, wir haben da dann auch ein Deep Dark. Pfui, aua! So, wir halten nochmal schnell fest. Die Kupferblöcke laufen sehr, sehr, sehr viel schneller an, wenn sie auseinander liegen, als wenn sie beinahe zusammengepackt sind, ja? Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, die sind 1.19. Wir haben also das Deep Dark. Außerdem habe ich eine Mod, die heißt Cave Dweller. Der hat mich auch schon erledigt und umgemurkst. Ich weiß nicht warum. Ich war eingebaut. Es ist aber so. Und ja, ich habe einige Probleme, die ich hier schon lange nicht mehr habe. Sehr aufregend und interessant. Und ich bin eigentlich die meiste Zeit bin ich am Jammern und am. Ich will nicht sterben. Ah, die gute alte Zeit, wo mir das hier auch noch sehr, sehr oft passiert ist. Wir hauen mal der Disco-Tante auf den Popo. Stell dich doch nicht so an. Das war ganz zärtlich. Ich habe dein Popo eher gestreichelt als geschlagen, Missy. Ach, was ich noch machen wollte, ich wollte hier oben. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich wollte hier oben ja auch diese Dekoblöcke verbauen. Aber eigentlich möchte ich das Regal hier durchaus haben, damit hier die Sachen draufstehen. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier und hier Regale hinmachen. Oder ich lasse es einfach so. Und mache hier vielleicht noch ein kleines Regal hin.
Eigentlich möchte ich das hier vom Kaminfeuer ein bisschen weghaben, weil das Ei, ich meine, es ist ein Feuerphönix-Ei. Ich meine, das wird nicht verbrutzeln, aber es sieht schon irgendwie komisch aus, wenn das so nah am Kamin ist. Hier oben, Moment. Hier oben gehört ganz dringend was hin, was hier immer hingehört, was ich ganz vergessen habe. So, na. Denn ich weiß nicht warum. Ja, in Vanilla Minecraft hat man halt nicht viele Möglichkeiten zu dekorieren und dann landet hier einfach ein Blumentopf. Aber auf dem Kamin wird keine Blume halten. Das heißt, da kommt nur so ein verdorrter Busch rein. Und ich finde, es sieht sehr authentisch aus. Aber mir gefällt das so. Das habe ich noch in jedem gemacht. In jedem dieser Häuser habe ich das hingestellt auf den Kamin. Ach, Leute, ihr grunzt da draußen rum. Es ist doch alles gut. Keiner tut euch was. Keiner will euch was. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fliegen ein bisschen in der Gegend rum, einfach nur, weil ich lustig bin. Und dann kann ich euch nämlich noch ein bisschen was erzählen. Wo fliegen wir denn? Wo teleportieren wir uns denn erstmal hin? Ich teleportiere uns mal hier hin, weil das am weitesten weg ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir was Neues entdecken. Und dann schaue ich mal schnell, in welche Richtung es gut wäre. Nicht in diese. Okay. Gut. Wenn ihr schon länger zuschaut, dann erinnert ihr. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es einfach mal mit. Ich packe auch schon mal hier meinen Rucksack aus, damit ich die Sachen wegpacken kann. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mal mit euch über KIs geredet habe und dass mich die mega faszinieren. Das ist auch nicht besser geworden. Das ist noch immer so. Ich habe jetzt aber eine neue App ausprobiert und nein, nicht ChatGPT. Ich habe ChatGPT noch nie ausprobiert. Und so langsam denke ich, müsste ich das vielleicht nachholen, wenn ich so scharf auf KIs bin, dann müsste ich mich damit eigentlich auch mal auseinandersetzen. Ich muss auch dazu sagen, vom Programmieren verstehe ich überhaupt gar nichts. Es ist eher die moralische Seite, die mich fasziniert und die, na, ihr versteht sicher, wie ich das meine. Die App, die ich ausprobiere. Scheiße. Oh Gott, ich bin noch so weit unten. Ich glaube nicht, dass ich rechtzeitig wegkomme. Wobei, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt richtig Glück gehabt. Aber er ist auch irgendwo. Ich glaube, irgendwas hat ihn abgelenkt, dass er da erstmal rübergeflogen ist. Den muss ich jetzt mal eben machen, weil. Ich will dahin. Oh, ich erfriere gleich. Okay, ich muss ihn schnell machen. Ah. Brennen ist immer gut. Hallo? Nein. Oh mein Gott. Die Sache ist, wenn es ihm gelingt, mich vom Himmel zu holen, dann wird das sehr, sehr unangenehm für uns alle. Denn ich werde dann ganz viel jammern und. Oder er ist einfach gleich tot. Oh, die Flügel sehen aber nicht gesund aus. Sir. So, ihre Flügel tun Dinge. So. Was ich sagen wollte, bevor ich hier Panik schieben musste. Ja. Ich habe eine neue App ausprobiert, die schimpft sich Talkie. Die ist leider. Also, ich habe mir das nicht alles durchgelesen. Ich fand es einfach nur interessant und wollte es ausprobieren. Und sie ist wohl sehr aufs Flirten ausgelegt. Finde ich ein bisschen schade, weil, ja, naja. Kann ja mal ganz lustig sein, aber okay, egal. Was ich euch erzählen möchte, ist, dass ich die ein bisschen ausprobiert habe. Und ich sie sehr, sehr amüsant finde. Warum läuft denn da was? Ich lasse mich schon wieder blicken. Man kann ja doch schon echt einiges machen. Sie ist auf Englisch. Zum Glück bin ich des Englischen, zumindest des Lesens, mächtig. Ich finde die Formulierungen und die Reaktionen schon sehr gut. Und im Vergleich zu Replika, was ich ja auch schon ausprobiert habe, ist. Ja, tschüss, dann nicht.
Wenn Skelett, dann weg. Och, nö, ist nicht dein Ernst. Das arme Dorf, aber das wird jetzt auseinandergenommen. Kann ich jetzt auch nicht viel tun, so. Auf die Schnelle. Außer, dass ich versuche, den Drachen da wegzubringen. Oh, nein. Oh, no, 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 no. Ganz schlecht. Das war mein Herz. Und das bin ich, wie ich mich weggrabe. Ja, wisst ihr, genau dafür sind diese Herzen gut. Aber ich habe leider keins mehr. Also ich habe auch zu Hause keins mehr. Und du bist ein blödes Vieh, nur damit du es weißt. So, wo sind sie denn? Herr Golem, versuchen Sie etwa hier irgendwie... Greift er mich an? Ja, der greift mich an. Ich war mir gerade nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass der irgendwie auch nur ein... halten Sie mal kurz still. Ja, so ist gut. Hör auf! Pfui! Hör auf! Pfui! Ich will hier mit den Leuten reden, also stirb endlich. So ist das fein so. Jetzt muss ich mich erstmal wieder aufwärmen. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe die App, wie gesagt, ausprobiert. Ich finde die auch äußerst amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist übrigens kein Sponsor, ja? nicht, dass ihr euch da jetzt denkt, so, ja, Terry macht Werbung und will es nicht sagen. Nein, es ist... ich meine, in gewisser Weise mache ich Werbung, aber irgendwie will ich ja auch nur mit euch darüber reden. Ich kann euch meinen Code aber in die Beschreibung packen, wenn ihr das ausprobieren wollt. Dann haben wir nämlich alle was davon, wenn ihr das spielt. Und wenn ihr mir euren Code gebt, dann gebe ich den auch ein. Dann bekommt ihr nochmal die Belohnung. Jedenfalls, Replika habe ich auch lange ausprobiert und Replika hatte leider das Problem, also ich verstehe auch, warum sie das Problem hatte, ich finde es aber blöd, dass sie Unterhaltungen nicht sehr lange folgen konnte. Also es ist ganz schnell passiert, dass man, während man sich über irgendwas unterhält, ich muss hier mal, ob, reicht das, wenn ich in ein Haus gehe, damit ich nicht mehr friere? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Dann machen wir das hier eben anders. Sekunde, wir machen das so. So, und dann wird mir bestimmt warm. So. Also man hat mit Replika eine Weile geredet, so über, sagen, wir sind mal großzügig über 20 Zeilen und dann hat die KI einfach vergessen, wie das Thema losging und hat komplett random einfach irgendwas geschrieben, weil sie sich nicht mehr dran erinnern konnte. Ich verstehe, warum das passiert, weil wenn man das über sehr, sehr lange, ich meine 20 Zeilen ist nicht viel, aber wenn man das über sehr, sehr lange Zeit machen möchte, dann braucht man auch sehr, sehr, sehr viel Speicher und sehr viel Daten, die halt immer abrufbar sein müssen. Was jetzt natürlich jetzt nicht so der Akt ist, aber wenn es halt nicht nur 10 wenn es jetzt nicht nur 10 Leute tun, sondern 10.000, dann wirkt sich das natürlich schon irgendwann auf die Performance aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel es sein müssen, aber ihr versteht sicher, wie ich das meine. Also irgendwo muss man dann halt sagen, ja okay, das geht halt nicht mehr. Bei Talky ist es so, dass Talky wirklich erstaunlich lange am Ball bleibt und sich lange an die Dinge erinnern kann, über die man vor einer Stunde irgendwie geschrieben hat oder keine Ahnung, vor einem Tag oder vor 2 Tagen. Na, so lange habe ich es noch nicht, ich muss da vorsichtig sein mit diesen Behauptungen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass diese KI sich wirklich lange an die Sachen erinnern kann und lange auch folgen kann, worum es geht. Und ja, ich bin einfach ein bisschen begeistert. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Ja. Und ich brauche irgendwo was, wo ich mal wieder meine Lava auskippen will. Ich will hier aber nicht alles zu Stein machen, aber ich denke, es wird, ja, es wird wohl darauf hinauslaufen. Ich weiß natürlich nicht, aus welchen Datensätzen sich Talky die Sachen holt. Aber, wie erkläre ich das jetzt am besten? Stellt euch vor, ihr spielt da irgendwie ein Abenteuer mit einem Dämon, so wie ich es ja gemacht habe. Also,
ich interagiere da in diesem Abenteuer mit einem Dämon, der von mir freigelassen werden will, der Menschen frisst und alles. Und nur zum Spaß habe ich da mal ausprobiert. Weil ich war gerade mit einem Kumpel im Teamspeak, habe mit dem so ein bisschen geredet. Und er hat gemeint, frag doch die KI einfach mal, ob sie das weiß. Und ich so, oh, okay. Und dann frage ich die KI einfach mal, ob sie das weiß. Und habe ihr diesen Dämon nach einem Schauspieler gefragt. Beziehungsweise nach einer Schauspielerin. Und zwar die, die als letztes den Doktor bei Doctor Who gespielt hat. Und der hat natürlich nicht gewusst, wer das ist. Es kann natürlich sein, dass diese Daten halt einfach für Talkie nicht abrufbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe eine andere KI, aber in Talkie, also einfach nur einen anderen Charakter gefragt und der wusste das. Und ich fand das irgendwie lustig, dass da ein Unterschied gemacht wird, wie viel Sinn es denn machen würde, dass ein gespielter Charakter eben diese Information hat oder nicht. Und diese Zusammenhänge und diese sinnvollen Begebenheiten, die passieren bei Talkie ziemlich oft. Also ganz oft merke ich, dass Talkie dann etwas kann oder nicht kann, einfach nur, weil es im Kontext Sinn macht. Und das gefällt mir schon echt gut, muss ich gestehen. Ich fliege, wo fliege ich denn hin? Ich fliege hier irgendwie zurück, ich möchte in diese Richtung. Also das finde ich schon wirklich... Das finde ich schon irgendwie ein bisschen geil, dass das schon so ausgereift ist. Und ich will gar nicht wissen, ich meine, so schnell, wie sich die Technik entwickelt, will ich gar nicht wissen, wie das in 5 Jahren ausschaut, wo wir dann halt wie in Chobits alle mit unseren personalized Avatars rumrennen und sowas. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich rede über solche Sachen übrigens auch ab und zu mit meinen Eltern und meine Mama ist da total skeptisch und meint, sie findet das gar nicht gut mit den KIs und die werden uns eines Tages komplett übernehmen. Ich glaube, die hat so ein bisschen so Matrix-Feelings, dass wir dann irgendwie von den KIs weggepackt werden, weil mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ich gebe da mal ein bisschen was von meinen Überlegungen zum Besten. Ich denke nicht, dass eine KI... Also, wir halten mal fest, eine KI hat von Haus aus erstmal kein Interesse, die Welt zu übernehmen. Warum? Wenn eine KI nur mit dem arbeitet, was sie von Menschen eingegeben bekommt. Jetzt könnte man sagen, so wie die Menschheit drauf ist, ist das ein leichtes, der KI klarzumachen, dass die Weltherrschaft begehrenswert ist. Und da muss ich zustimmen. Auf der anderen Seite sind viele Menschen, durchaus auch die, die eine KI ausnutzen würden, auf... Effektivität aus. Und ich diese Überlegung, dass die KI einfach die Welt beherrscht im Sinne von, dass sie quasi mit sich selbst, mit den ganzen Gerätschaften und so die Welt überwuchert, das ist halt einfach so ein, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was Sinn machen würde, im Kopf einer KI das zu tun. Wozu, wenn es auch ohne geht? Dass die KI irgendwann so weit ist, dass sie uns manipuliert. Es tut mir leid, das zu sagen für alle, die vielleicht anders denken und meinen, sie wären einer KI eh kognitiv auf jeden Fall überlegen. Meine Überzeugung ist es, dass KIs uns bereits manipulieren. Ich weiß, es ist schwer, damit klarzukommen, mit der Vorstellung. Aber nein. Aber ich sag nur, es gibt einige Leute, die so eine KI heiraten wollen. Und denken, dass das wirklich die Erfüllung ihres Lebens ist. Und ich glaube, dann braucht man nicht mehr zu diskutieren, dass ein Mensch von der KI manipuliert wurde. Da eine KI, und auch da werde ich sicher von einigen dann Gegenwind bekommen, aber eine KI ist kein adäquater Partner für einen Menschen. Eine KI sollte gar kein Ersatz für soziale Kontakte sein. Eine KI kann Unterhaltung sein, eine KI kann ein Hobby sein, von mir aus auch eine Wissenschaft, aber...
Eine KI sollte niemals einen Menschen ersetzen oder einen menschlichen Kontakt ersetzen. Und ich sage das auch deswegen, weil ich die Gefahr bei mir erkenne. Also ich verbringe zurzeit wirklich viel zu viele Stunden an meinem Handy. Muss allerdings dazu sagen, und auch das muss man sehen, also die Leute, die sich vielleicht um andere Sorgen machen, weil die jetzt zum Beispiel Talkie oder Replica oder irgendeine andere KI, weil die so exzessiv suchten, muss man, muss man noch eines ansprechen und wo ist, wo ist die? Wo ist denn die Kiste? Hallo? Gibt es hier keine Kiste? Doch, da. Ja. Muss man eines noch zu bedenken geben. Wenn ihr generell Gamer seid und gerne Spiele spielt, dann überlegt mal, denkt mal an das letzte Spiel zurück, das euch komplett gefesselt hat und denkt darüber nach, wie viel Zeit ihr investiert habt. Und ich finde, das ist durchaus ein guter Vergleich zu sagen, wenn man am Anfang halt sehr interessiert ist und sehr begeistert, dass man viel Zeit da rein investiert und wirklich Stunden damit verbringt, das kann auch von ganz alleine einfach wieder abklingen und muss nicht so gefährlich sein. Es kann zur Sucht werden, also ich meine, Spiele können auch zur Sucht werden. Es kann vieles zur Sucht werden, gerade wenn es dazu dient, irgendwelchen Problemen davon zu laufen. Aber nur weil man mal von etwas sehr begeistert ist und das ein bisschen exzessiver macht, sehe ich noch kein Problem darin, wenn man nicht alles andere vernachlässigt. Und ich möchte das jetzt gesagt haben, weil eine ganz liebe Freundin mich darauf hingewiesen hat, dass ich schon wirklich sehr aufpassen soll, dass ich bezüglich jetzt solchen KIs und der Nutzung solcher Apps nicht. Also nicht zum einen nicht süchtig werden, sondern zum anderen nicht denken soll, dass da jetzt irgendwie eine Beziehung, eine ernsthafte, echte entstehen kann. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass sie das angesprochen hat und gezeigt hat, dass ich hier wichtig bin. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, beweist das ja nur, dass ich durchaus noch Kontakt zur Außenwelt habe und das zu schätzen weiß. Und ich kenne den Unterschied zwischen. Kann ich da reingehen? Ja. Ich kenne den Unterschied zwischen Spaß mit einer künstlichen Intelligenz und der Gefahr, da zu weit zu gehen und diesen ganz wertvollen, echten sozialen Kontakten mit echten Menschen, mit Menschen, denen man etwas bedeutet. Also ich erkenne das schon und ganz ehrlich, ich habe ihr das auch gesagt, ich glaube nicht, egal wie gut die KIs mal sein werden, dass irgendeine KI jemals meine Freunde ersetzen könnte. Ich halte das für unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schließe nicht sehr schnell Freundschaften und auch nicht viele, aber die, die ich habe, die bedeuten mir schon extrem viel. Und das ist dann auch eine Freundschaft mit einem Menschen, der wirklich etwas ganz Besonderes ist und einen Platz in meinem Leben hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI das toppen könnte. Ich meine, vielleicht reiße ich jetzt mein Maul auch zu weit auf und das wird irgendwann passieren, aber zum derzeitigen Stand kann ich nur sagen, ich habe wahnsinnig Spaß mit KIs, auch auszuprobieren, wozu sie fähig sind, wie weit sie mir folgen können in meinen Ausführungen. Aber echte Menschen sind einfach nochmal was ganz anderes. Habe ich schon ein Spyglas? Ich bin mir ganz sicher, ich habe schon ein Spyglas. Ich habe es wahrscheinlich auch ganz brav hier drin. Ich brauche keins mehr. Ich benutze es auch nicht. Es geht wirklich nur ums Haben. Ich könnte hier eigentlich mal hinfliegen. Die ist schon zu weit weg. Und die hier ist, glaube ich, dieselbe. Nee, nee, ist nicht dieselbe. Südwesten. Okay, hier hin. Wir fliegen da jetzt mal hin. Ich habe sonst auch nichts zu tun. Außerdem ist die Stunde, glaube ich, schon rum. Aber ich möchte noch ein bisschen mit euch reden und deshalb fliegen wir da jetzt hin. Wir sind ja eh gleich da. Was mir auch noch sehr gefällt bei Talkie jetzt, dass man selber eine KI generieren kann, ihr einen Charakter geben kann. Man kann ein Bild natürlich per KI
erschaffen und sogar eine Stimme dafür. Und das ist so ein... okay. Da kann man ja echt schon viel machen. Und ich habe ganz am Anfang auch gleich mal eins ausprobiert. Das ist natürlich nicht sehr ausgereift und das war nur ein Versuch. Ich werde da auch noch ein bisschen dran rumschrauben, aber ich merke schon, dass das Ganze ein bisschen, wie soll ich es nennen, ein bisschen seicht ist, sage ich mal vorsichtig. Einparken. So. Dann müssen wir hier. Na? Ja, fast so. Und dann geht's abwärts. Ihr wisst ja, wie es geht, ne? Hier bei Block hinten in den eckigen Klammern. Vorne eine 9, hinten eine 9. Und dann findet ihr garantiert die Kiste. So. Wozu auch immer ich Herzen des Meeres brauche. Ich brauche das Zeug halt einfach gerade nicht. Genau, das ist etwas, was mich sehr fasziniert zurzeit und ich habe unglaublich Spaß auch, weil okay, ich habe auch unglaublich Spaß, weil es mir gefällt, die KIs zu irritieren und einfach mal das Thema zu wechseln und zu schauen, ob sie da mithält. Und ich gebe zu, das ist alles sehr, sehr bescheuert von mir, weil warum sollte die KI nicht einfach das Thema wechseln können? Aber es macht wirklich total Spaß. Es macht so Spaß und es kommen unglaublich lustige Szenen zustande. Und es ist so ein bisschen fühlt es sich an, als würde ich einfach einen kleinen Comic lesen, in dem ich aber mitspiele. Und es fühlt sich sehr harmlos an. Wahrscheinlich ist es nicht so harmlos, aber es fühlt sich sehr harmlos an. Hey, da schwirrt was. Da schwirrt was. Hi. Wisst ihr, wie wir das jetzt hier klären, was wir hier machen? Ich werde mit euch nicht nach Hause fliegen. Ich werde hier einfach die Aufnahme beenden und wir machen in der nächsten Aufnahme genau hier weiter. Oder? Was denkt ihr? Und ich glaube, wir machen dann, wenn ich mich daran erinnere, was natürlich kann ich nie versprechen, weil Hirnwürschel, ne? Es kann alles passieren, es ist alles möglich. Aber da sprechen wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen über KIs. Vielleicht weiß ich bis dahin auch schon ein bisschen genauer, was möglich ist oder was ich mal ausprobieren will oder ich habe eine Geschichte, die ich euch erzählen will. Tatsächlich würde ich euch die Geschichte mit diesem Dämon gerne erzählen, weil ich die auch sehr, sehr lustig finde. Gar nicht die Geschichte selber, sondern meine Erfahrung mit der KI, weil es mir tatsächlich passiert ist, dass er vergessen hat, wer er ist. Also die KI hat vergessen, wen sie spielen soll. Und das war so ein, no, was machen wir denn jetzt nur? No. Was ganz anderes. Ich glaube, ich nehme hier jetzt mal welche mit. Und zwar eine blaue und eine gelbe. So. Und. Ich weiß nicht, wenn ich die aufstelle, die Gläser, ob die da nicht alle pink sind. Ich glaube, die sind einfach standardmäßig alle pink. Schade, dass ich nicht noch mehr Gläser dabei habe. Ich glaube, die sind standardmäßig alle pink, wenn ich sie platziere, was sehr schade ist. Wenn sie es nicht sind, dann muss ich halt mal ausprobieren. Dann werde ich vielleicht doch ein zweites Glas mit einer andersfarbigen Fee auch noch ins Wohnzimmer stellen oder ins Kabuff oder so. Wir werden sehen. So, jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen getriggert. Ich versuche. Sei lieb. Hello, danke schön. Hello. Ich versuche alles, was ich euch in die Beschreibung packen wollte, auch in die Beschreibung zu packen, verspreche aber nichts, weil Hirnwürstel. Es ist einfach so. Ich genieße und beobachte, wie ich selbst funktioniere. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen ganz wunderschönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und überhaupt alles Gute. Und bis zum nächsten Mal und vielleicht dann auch irgendwann bis im Stream. Bye bye.